Ich will doch nur Holz holen. Übernahme. So. Reicht jetzt mal ohne Wandergruppe? So, einmal großer Baum, einmal kleiner Baum und der Wagen ist voll. Okay, jetzt funktioniert das nicht. Ja, im Herbst. Loslegen, im Winter wächst halt hinten nichts. Das ist doch ein. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das eine dumme Einstellung ist, aber irgendwo ist dann halt auch mal gut, also. Was denn, seid ihr übel laut wie so eine Sirene? Ganz schön großes Mundwerk. Ich will gar nicht wissen, wie oft ich hier das hätte schon reparieren müssen. Wie oft wir eigentlich nur hätten Steine farmen müssen, um das hier zu reparieren. Ist halt. Gut übertrieben. So ein schönes Lager. Ist leer. Nee, da haben wir aber jetzt. Nicht schön gebaut. Oh, ihr müsst wachsen. So, ich hoffe, die. Achso, ist der Wagen. Ich dachte, hä, was ist das für eine Deko? War auch vorher nicht. Ich jetzt mal da raus ohne. Klar. Mach mein. Klar. Wir müssen los, um die irgendwie die Blaupause für verbesserte Bergbank oder sowas zu finden. Es ist. Sind hier nur. Sperre machen. Ich weiß nicht, aber mit dem Bogen kommen wir auch nicht hin da voran, oder? Ja, das sind Bolzen für die Armbrust, Knochenpfeil. Was hat der Werkbank? Wahrscheinlichkeit von 50%.
automatisch an deinen Rucksack, okay. Einmal Tierhaut, zweimal Seil. Katana wäre auch schön. Oder man kann am Amboss hergestellt werden. Ich kann. Ein Stock und eine Eisenbahn? Das Katana hätte ich eher erwartet, dass das nicht so einfach geht. Ne, wollte ich schon sagen. Kann am Amboss hergestellt werden. Ein Katana. Ein Stock und ein Eisenbahn. Ein Eisenbahn, ein Stock. Das ernsthaft erst drehen oder so? Das ist Quark. Ach so, weil es 5 Stücke sind. Es sind verdammt nochmal 5 Stücke. Okay. Gut, können wir probieren, ob das hier vielleicht besser geht. Also ein Kackspeer. Wir brauchen halt immer Eisen dafür. Müssen wir mal schauen, ob das mehr Schaden macht. Okay, du bist auch nicht mehr so gut. Mal ganz kurz schauen. Kleiner Stein, Feder, Stock, Seil. Ich hab mich überlieben, was man dafür braucht. Das ist mal ein schöner Rüstungsständer. Ich glaube, ich brauche nur noch einen. Waffen. Ein. Danke. Okay. Noch gesehen, dass die Klinge echt gar nicht so schlecht ist. Und da haben wir eben ein Testobjekt. Okay, komm her. Ja, wir haben einen getötet und nur 2 Haltbarkeit verloren. Das ist erstmal nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall deutlich besser als der Speer. Oh, da drüben liegt ja auch noch Holz rum. Fleisch. Gerne für den Winter aufheben. Und ich will halt schauen, ob das verdirbt oder nicht. Wie waren das? 4 Seile, ne?
wie viel Haltbarkeit hast du? 100. Ah, da kann ich hochklettern. Zumindest schön stabil. Dann glaube ich erst was, wenn du das irgendwie upgraden kannst. Weil 100 machen die instant kaputt. Na ja. Jetzt natürlich gerade keine Ausdauer. Kommst du her? Nein. Einige sind wild unterwegs hier. Mit 50 Ausdauer ist das immer so. Ja. Zack, so rum bitte. Ich finde es irgendwie schon mal gut, dass wenn die gerade von den Vampiren da irgendwie das Fleisch essen, Kannibalismus. Glaube ich auch nicht viel gesünder. Noch mitnehmen. Oben lag da auch noch einiges rum. Fast voll. Noch was? Stock nehmen wir natürlich auch mit. Wer es ruhig da drin festpacken können. Gar kein Problem gehabt. Ich mich gefreut. Noch nicht. Ja, das ist klar, dass dann hier irgendwie gefühlt wieder gar nichts geht. So. Mal wieder was lagern. Mal mitnehmen. So. Dann hätten wir das. Man kann nicht mal, warte mal, Moment. Wir haben gerade 15, ne? Okay, genau 20. Damit ich ungefähr weiß. Wir brauchen ja einiges. Also gerade mal 80, ne? Überlege, was wir alles brauchen. Mal ein bisschen mehr auf Vorrat lagern. Und wenn hier auch nochmal 20. Viel ist es jetzt auch nicht. Müssen die Häuser halt auf Fundamente setzen. Und Fundamente kannst du nicht verschieben. Die Häuser kann man wiederum verschieben, glaube ich. Die Fundamente nicht. Wir brauchen da das erste Fundament. Ich traue diesen Vampir-Idioten dazu,
egal wie exakt ich diese Fundamente Richtung Erde baue, sie trotzdem versuchen, die kaputt zu machen. Einfach nur. Ja, Frust, glaube ich. Ich glaube, die haben Frust. So einen Brunnen. Geradeaus, einfach nur wie kleine Steine. Schlafen müssen wir noch nicht, warum müssen wir was trinken? Wenn wir genug Aluminium hätten, könnten wir, glaube ich, noch eine zweite große Flasche machen. Aber wir haben doch, ja, wir hätten genug Aluminium. Haben wir auch noch eins. Könnten wir so mal eine große Flasche machen? Dann sollten wir später doch mal unterwegs sein, wäre so eine große Flasche ganz sinnvoll. Vom Platz her, ich brauche 2, ich brauche 3, das ist. Aber dafür, dass wir hier 200 haben und hier nur 60. Ja klar, wo? Also jetzt mal im Ernst. Wo? Wir sind doch gerade genau hier vorne gespawnt, oder? Na klar, was machst denn du? Hä? Okay, ich kann ihn nicht treffen. Hallo, ich dachte, ich hab noch einen Speer. Ja, ja. Warum konnte ich ihn jetzt nicht unter Wasser treffen? Oh, er läuft halt einfach unter Wasser rum, als wäre es nichts. Ah. Oh. Ja, ihr seid natürlich immer noch da, ne? Ja. Und natürlich lauft. Irgendwie macht er mich nicht dran. Aber ja, wie gesagt, ich habe hier Stacheldraht. Ist überaus hilfreich. Gegen. Ich weiß nicht. Wollt schon? Zumindest müsste man das irgendwie machen, dass wenn man stirbt, dass die dann irgendwie weiterziehen oder sowas. Das ist ja. So, na gut, Medic brauchen wir jetzt nicht, weil. Ach, sind die geschoben? Ich hasse es zu sterben. Das kann ich. Ich glaube, ich habe keinen Death Counter. Mistviecher. Den Zaun wahrscheinlich noch mal irgendwie umsetzen. Ist ja einfach drüber. Das wär's nicht. Wenn ich den. So rum wieder um, glaube ich. Auch Fleisch?
Ah, diese nächtliche Ruhe. Okay, Moment. Ja, Technologien haben wir halt gar keine, ne? Zierbares. Sonstiges. Micha. Den werden wir wahrscheinlich brauchen für Beton. Wir brauchen wiederum Strom. Strom haben wir nicht. Ja, wir können Kabel und Relais und sowas, aber das braucht. Rohstoffe. Ja, Zement. Zementmischer. In Einheiten Sand und Lehm. Dieses Haut. Ein Blei und ein Eisen. Okay. Das kann man das halt nicht herstellen, ne? Wie gesagt, die 100 Haltbarkeit von dem Ding. Schlagen die viermal dagegen, ist das Ding weg. Also die Gruppe, da schlägt die da immer gefühlt dagegen. Mindestens spätestens zweimal nutzt das Ding halt Schrott. Und die legen, zerlegen so ein Holzfundament innerhalb von nichts. Irgendwie hast du keine effiziente Verteidigung. Gegenstände. Bogen, ein Stock und drei Seile. Von meinem Grundstück. Ja, mit dem Stacheldraht aber halt auch keinen Schaden, ne? Mir rumgeknabbert, der Typ. So, zurück zum Thema. Noch ein Splitter. Eigentlich. Wahrscheinlichkeit von 0%, dass der Pfeil zerbricht. Ja, so Knochenpfeile wären theoretisch sinnvoller. Aber Knochensplitter. Aber wahrscheinlich aus Knochen. Sonstiges. Genau. Und das noch irgendwas anderes?
lebe die Knochen notfalls mal auf, weil ich noch nicht weiß, ob ich noch für irgendwas anderes brauche. Jeweils ein Seil. Ich jetzt hier ernsthaft ein Seil legen. Ja. Das auch in 5 Schritten. So ein Kack. Leder, Seil, Knochen. Verbesserte Werk. Ich sehe es gerade. Deswegen ging das nicht. Bündelgegenstände. Okay, kann man doch mal 5 machen. Aber wir können es leider nicht hier machen. Okay, dann. Vielleicht wieder was trinken. Achso. Wir haben keine Steine mehr. Na gut. Was trinken. Jetzt ein bisschen Wasser. Gehen wir bitte da rein. Okay, so schießen wir also nicht. Nee, Werkbank war das, ne? Du, ist eigentlich auch erstmal nix.
mal noch nebenbei neu anpflanzen sollen. Also noch eine rein. Und noch eine rein. Jetzt bei 10 Stück ist also Schluss. Wieder von außen ist dann nicht genau. Nur noch 93 Leben. Schon im Winter werden wir uns vor allem von Kürbis ernähren. Sieht denn? Doch. Oh, könnte regnen. Okay. 99, also wir können 100 mal schießen, dann war's das. Okay. Okay, wir probieren es einfach mal. Ach komm, Mann, hau ab, du. Will ich doch jetzt schon. Wir haben nicht wirklich viel gegessen. Hm. Ja. Und dann regnet es auch. Sehr gut. Was wird denn das jetzt? Ganz uns genau. Dreh mal um, du. Ich bin nämlich jetzt in die Richtung. Und nur auf das Dorf, aber... Probier mal das Dorf hier. Zwei Dinge könnten jetzt lästig werden. Bär und Wanderrode. Dann passt es in die Richtung. Extra nichts zu essen mitgenommen, weil ich hoffe, dass wir hier unterwegs irgendwie ein bisschen was finden. Genau sowas. Auch ein bisschen falsch. In die Richtung. Die 50 Ausdauer ist halt nichts. Und
hoffe ich, dass ich jetzt irgendwo noch wieder was zu essen finde. Und bei jedem Stein, den ich hier sehe, ne, habe ich echt Angst, dass es ein Bär ist. Wie kann man denn so bescheuert den Scheiß hier stapeln? Okay. Luft genau voraus, wir haben 100 Ausdauer. Läuft. Eine richtig schöne Straße.